Reclaim Democracy. Ja, also holt euch eure Demokratie zurück, indem ihr euch konkret beteiligt. Das ist eine Frage, mit der ich mich, glaube ich, noch nicht so beschäftigt habe. Was ist mit dem Mikro los? Das Mikro musst du fast essen. Ich muss das Mikro fast essen, ne? Ich glaube, dass Spaß irgendwie ein Element ist in Protesten und in Protestkultur, die relativ gering geschätzt wird und die auch immer so ein bisschen belächelt wird. Aber ich glaube, dass da ein großes Potenzial drin liegt, auf mehreren Ebenen. Ich fand das auch ganz spannend, was hier gesagt wurde, dass so eine Reaktion eben Spaß bei anderen Verunsicherung auslösen kann. Wenn ich selber in den Sendungen oder in den Zeitungsinterviews all die alten Männer höre, die meinen, sich ungestraft überall rassistisch äußern zu können, dann kann ich schon verstehen, dass es junge Menschen gibt, die sagen, auf so eine Auseinandersetzung und auf so eine Form von Politik habe ich überhaupt keine Lust. Und da ist es ehrlicher, auf die Straße zu gehen und zu tanzen und ein Zeichen dagegen zu setzen. Und zwar, ich wollte was sagen, und zwar, die Leute gehen hin zu einer Veranstaltung, erwarten so eine Art Techno-Parade, wo eben Bum-Bum läuft und wo sie dann dazu tanzen können halt, ne? Und dann gibt es immer wieder zwischendurch Menschen, die dummerweise das Mikro ergreifen und dann etwas sagen und diesen Spaß stören, ja? Oh, jetzt halt doch nicht die Fresse und sowas, ich tau auf zu quatschen, das ist doch keine Sau und sowas halt, ne? Das ist gesellschaftliche Realität. Wenn du sagst, dass ein Polizist einem feiernden Menschen nicht ein paar aufs Maul hauen kann, weil er dann raus ist, das stimmt nicht. Es ging keine Gewalt aus dieser tanzenden Menge heraus aus. Die Leute haben ordentlich auf die Fresse gekriegt. Aber hat man sozusagen nicht mehr unter Kontrolle. Naja, was heißt andere Erfahrung? Ich sitze im Innenausschuss und muss mir ständig anhören, was diese Polizei hier in Berlin alles macht. Dass der Spaß halt schwierig als politisches Mittel einzusetzen ist, das mag sein. Aber ich finde es trotzdem richtig, weil man auf viele Leute einfach zugeht dadurch, weil man halt auch Verwirrung stiftet, wie ihr ja auch selber schon gesagt habt, und weil ich einfach Politik an sich so erstmal zu trocken finde. Ihr habt alle völlig recht, wir müssen uns diese Freiräume erhalten. Wir müssen mit dem Zynismus und dem Humor irgendwie das System bekämpfen. Ich würde das Ganze gerne mal auf ein bisschen eine abstraktere Ebene heben. Mir fiel immer so auf, dass es immer so, ja, bei dem Gerede, ja, das ist ja so unpolitisch und so, man immer noch dieser alten Vorstellung, für mich alten Vorstellung, festhängt, dass Politik immer was irgendwas mit Reden zu tun haben muss.